Liebe Käsewürfel. Geil. So. Nun. Käse auf ihn, oh. Ja. Da. Durch die Kamera durchreichen. Ich habe auch noch so kleine Karottenwürfelchen. Und Wiener. Dann mache ich den leeren Ohr. Nur da komme ich nicht weiter. Da kommt das Ding. Oh, wir haben mein Badezimmer gefunden. Nämlich nächstes muss sein. Es fehlt ein Auge. Symmetrische Form. Naja, hier. Saubere Zähne. Ampulle. Achso, meine Musik läuft noch. So. Das. Haarclip. Das Parfüm habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Liegt zwischendrin dezent. Ewig sind. Was schon im Finale oder was? Weiß ich nicht. Kann ich dir tatsächlich nicht sagen, wie weit wir schon Richtung Ende kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen dauert, so viel wie wir noch im Inventar haben. Aber wissen tue ich es tatsächlich nicht. Es kann auch meine Musik gewesen sein, ja. Wäre durchaus möglich, du Schauber. Warte, Stäbchen. Thermometer. Gummimann! Sehe ich einen Brand? Also ich muss das Gitter entfernen, um dran zu kommen. Okay. Ach ja, hier. Ich werde die Teile endlich los. Gut, aber leider noch nicht alle. Fehlt leider noch ein bisschen. Noch schon wieder so einer. Im Kinderzimmer. A wonderful time, when everything seems magical, mysterious and miraculous, but not for okay. All children. Why didn't I have this beautiful world? Was I such a bad little boy? I don't know. I needed someone to give me these wonders, and recently I found him. Here he is before you. A wonderful storyteller who can reveal the miracles of the world with wondrous delight in his voice. Nee, es stand tatsächlich im Chat. Es stand tatsächlich vor dem Chat. I think I got a little too carried away. Kann aber sein, dass Twitch auch da mal wieder nicht alles an jeden in den Chat sendet. Also ich habe es vorhin im Chat gesehen. Ich habe auch daraufhin getrunken. In meinem Aktivitätsfeed steht es auch noch drin. Also es kann mal wieder ein Fehler im Chat sein. Aber es stand drin.
Es kann sein. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber es stand drin. Es hat alles seine Richtigkeit. Oh no. Mit der Knopf. Ja, gut, dass der Knopf noch fehlt. Okay, nur schlafen, ja. Okay, einen Teil davon habe ich. In Sicht ein. Alles gut. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, ich versuche sie so gut es geht zu beantworten. Oh. Es ist nur für mich tatsächlich mal entspannt, die Mod an sich nicht mehr aufzuhaben. Es ist sehr entspannt, muss ich tatsächlich gestehen. Es lebt sich einfacher, nicht immer auf dem linken Monitor zu rechten Monitor zu starren. Ah ja, hier, Gummimännchen. Oi, das ist aber ein dreckiges Klo. Okay, ich dachte, ihr könnt da die Schlange runterspülen. Mit Haken. Vater nimmt mich oft mit zur Jagd, aber mir gefiel das Töten von Tieren nicht. Ich befürchtete, dass er mich bald zwingen würde, unsere eigenen Tiere zu töten. Und suchte daher ein neues Zuhause für sie. Von meiner Schlange konnte ich mich nicht trennen. Jetzt versteckte ich sie, wo Vater sie niemals vermuten würde. Okay. Hab sie dauerhaft auf dem rechten Monitor. Im Hauptbildschirm Persona 5 ladet. Ah! Yeah, nice. Ja, ich müsste eigentlich auch mal Persona 5 spielen. Das haben sich Mira und Dera ja mal von mir gewünscht. Ich müsste das eigentlich mal spielen. Oh je, Kinderzimmer. Ich weiß tatsächlich nicht, wo ich jetzt gerade hin soll. Ich bin nicht da rum. Ich bin die Schlange zumindest los. Aber die liebe Zeit. Und weiß jetzt wohin damit. Ja. Ja. Deswegen versuche ich das Wimmelbild heute durchzukriegen mit euch. Denn ist das wenigstens weg von meiner Liste. Wenn ich halt nur wüsste, wie lange es ginge. Ich meine, wir sind jetzt seit 104 Minuten sind wir im Spiel. Mit 104 Minuten, also bei 2 Stunden. Und beim ersten Mal habe ich 5,7 Stunden gebraucht. Ich glaube auch nicht, dass es so lange geht. Also nicht, keine 5 Stunden. Aber ich weiß es nicht. Ich denke, glaube ich, von ab, wie ich mich bei den Rätseln anstelle. Ach, hier. Hä? Muss so stärker ziehen? Hä? Aber ich kann das nicht stärker ziehen. Macht er nicht.
Keine Ahnung. Ja, ich muss dahin, aber ich kann das nicht stärker ziehen. Warte, eben hat's. Aber das funktioniert nicht. Das geht nur immer in so ein kleines bisschen und dann. Oder nicht? Das geht ja nicht komplett runter. Da. Krieg's nicht ganz runter. Oh mein Gott. Jetzt. Oh Gott. Nein! Ich weiß nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Oh Gott. Was für eine Geburt, ey. Sam isn't an addict. Oh nein. It's like a treasury. You never know what you'll find here. Eine Dynamo-Holzwaffe scheint hier zu fehlen. Das ist doch 100% die Matte. Puppenhausteil. Hier gibt es so viele Ecken, ey. Präzise in der Bahn bleiben mit der Maus. Scheinbar. Aber selbst das hat ja nur bedingt geklappt. Das System müssten sie nochmal überarbeiten. Um zu gucken, wie es geht. Alles gut, Kitty. Oh. Bäume stark nach unten. Es war aber nicht stark, das war Millimeterarbeit. Du durftest ja nicht mal mit dem kleinsten Fitzel von der Maus rüberziehen. Was für ein mieses Drecksding. Hier. Oh Gott. Lass mich raten, ich muss diese einzelnen Sachen hier verbinden, ja? Ach du Scheiße. Nett. Die Scheiben, um alle vier Ecken mit Energie zu versorgen. Wähle eine Scheibe aus und klicke dann auf die Pfeile, um die Scheiben zu drehen. Was für eine Scheiße. Mhm.
Mhm. In sowas bin ich ja ganz schlecht, ne? Ja gut, jetzt fehlt halt nur noch das Untere, ne? Warte mal, wenn ich... Naja, wenn ich das, worauf ich klicke, das dreht sich dann nicht weiter. Es dreht sich dann immer nur das drumherum, aber das ist doof. Jetzt gehen wir mal. Nur das drumherum bleibt dann. Ja, ich muss das hier weiter nach Dinges kriegen. Ich habe einen Denkfehler. Ja, ich habe einen Denkfehler, weil das funktioniert nicht so, wie ich mir das... Das ist dämlich. Das ist einfach nur dämlich. Weil ich halt einfach nicht die richtigen Ecken habe. Nein. Ach ja, da habe ich das Problem wieder.
Er zaubert halt an die Ohren. Das ist, glaube ich, dann wieder das Problem. Oh Gott, Alter. Naja. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weißt du, dass ich einen Denkfehler habe? Ich bin im Kinderzimmer. Nein. Was denn? Das ist, was ich da gerade vorhatte. Ich habe keine Ahnung. Warte nicht. Die zwei oberen habe ich. Aber der Rest nicht. Ich will mir halt auch nach oben hin nicht zu viel verbauen. Na, aber jetzt habe ich das Ding wieder. Eigentlich egal wie. Das ist scheiße. Falschen Dinger in der falschen Ecke. Ich könnte auch einfach auf Lösen gehen.
Und jetzt liegt es einfach hier komplett an dem ganzen Bauplan. Ja, so wäre das wenigstens. Das bringt mich auch alles nicht weiter. Die Lösung ist lang. Oh Gott. Ah, ich kann es dann wieder einmal komplett zurücksetzen. Ach du Scheiße. Okay. Dritte Reihe. Zweiter Knopf. Also wahrscheinlich dann hier, ne? Der hier, oder? Dritte Reihe, zweiter Knopf. Einmal links. Oh Gott. Links ist dann das hier. Nee, links ist das hier. Das, mein links oder das links, wie es eigentlich ist? Also, nee, das ist links, ne? Spiegelverkehrt oder mal links? Ja, kein Freund. Dann wir so. Weiter Reihe. Nein. Wenn diese Knöpfe nicht mal so scheiße wären. Warte mal. Zurück. Dritte Reihe. Weiter Knopf. Links. Zweite Reihe. Dritter Knopf. Mal rechts. Gut. Auf einmal nach rechts. Dritte Reihe, dritter Knopf. Eins, zwei. Zweite Reihe, eins, zwei. Jeder Knopf. Knopf. Dass alles so richtig ist.
Ist halt die Frage, ob es mein links ist oder ob das das links ist, was in die Richtung, also spiegelverkehrt ist. Fünfter Knopf, Sommer rechts hatte ich. Dritter Knopf. So. Zwei Lämpchen hätte ich. Was für eine Scheiße, ey. Dritte Reihe. Erster Knopf. Eins, zwei. Fünfte Reihe. Zweiter Knopf. Rechts. Vierte Reihe. Erster Knopf. Eins. Zwei, drei. Ich weiß halt nicht, ob das die richtigen Richtungen sind. Dritte Reihe, erster Knopf. Links. Also scheint richtig zu sein, weil sieht ordentlich aus als alles davor, aber. Fünfte Reihe, zweiter Knopf. Eins, zwei. Oh mein Gott, ja, es wird richtig sein, weil. Okay. Ja, ich denke bei sowas immer zu kompliziert. Wo war ich jetzt? Fünfte Reihe, zweiter Knopf hatte ich, glaube ich, gedrückt, ne? Links, fünfte Reihe, vierter Knopf. Eins, zwei. Fünfte Reihe, dritter Knopf. Eins, zwei, drei. Fünfte Reihe, fünfter Knopf. Ein nach rechts. Fünfte Reihe, dritter Knopf. Ein nach rechts. Oh mein Gott. Boah. Was für eine Scheiße. If I find you've cheated. Danke, Kitty. Ey, was für eine Kacke. Wer soll das denn Auto... Nee. Nee. Mm-mm. Nein. Wirklich nicht. Ich muss so präzise abgucken und schreiben. Alles gut. Hey, vielen, vielen lieben Dank. Ey, das ist, wer soll denn auf sowas kommen, ey? Hier ist ein Glasschneider. So, ich komme weiter. Well, the promised surprise. Put your hands together. Darling, I'm home. My dear, here you are at last. How was your day? Absolutely perfect. I could smell your dinner all day, knowing that you cooked it with love. Oh, please stop, honey. You're embarrassing me. You know I love to make you happy. My dear, I love you so much. Eieiei. Stiersymbol.
Mechanische Garderobe. Ist in der Soap gelandet? Ich glaube. Ich glaube fast. Okay, dafür habe ich gerade nichts. So, hier Sternzeichen. Oh, I love Christmas. I do too, dearest. Because you're here and you can spend all your time with me. Oh, my darling, I love spending time with you, helping with the housework. Do you like the way I decorated the tree? Yes, honey, of course I like it. But I wanted to put the star on top myself. Oh, I'm sorry. I didn't think of that. Creepy. Wirklich creepy. Okay, da baut was glühend heißes. So ist ein Öffner. Schlüssel. Der Gashahn fehlt. Ach du Scheiße. Stelle das Spiegelbild des unten abgebildeten Hauses. Dir stehen dafür 66 Steine zur Verfügung. Ziehe die Steine durch die 6 farbigen Passagen, um sie entsprechend einzufärben. Kann ich auch an den Ah, nee, kann ich nicht, okay. Auf das Rätsel von eben, weil ich mir nur einen Kaffee mach das. Schlimmste ist, es wird noch schlimmer. Also ein exaktes Spiegelbild. Nicht spiegelverkehrt, ne? Oder? Oder muss ich spiegelverkehrt machen? Ich denke, zu kompliziert. Nee, dann das heißt, es muss das. Warte. Es muss eher. Das muss da unten. Oh Gott. Das muss nach unten. Vermute ich jetzt einfach mal. Reichen die Steine überhaupt dafür? Oh Gott. No way. Scheiße. Der Stein ist verloren. Okay. Wer kam nochmal auf die glorreiche Idee, dass wir Wimmelbildspiele spielen? Oder zumindest eins? Wenn ich sowas nochmal vorschlage, haut mich bitte. Ich weiß nicht. Nee. Das war eine ganz doofe Idee. Ganz, ganz doofe. Pass auf, und am Ende ist doch falsch, was ich jetzt hier tue. Und eine Reihe noch. No! Nein! Nein! Kann ich nochmal? Oh mein Gott, ich kann an den Seiten lang. Halleluja! Ich dachte, ich müsste jetzt nochmal alles voll machen. Boah! Huhu! Das Schlimmste ist, bei Elisabeth's Returns werde ich die Steuerung verfluchen. Wow. Zwei, drei, vier.
Dann. Ich glaube, ich habe für das Spiel nicht lange gebraucht, aber für die Rätsel.